Moin Leute und herzlich willkommen zum Moin Volkspark. Wir sind hier in einem schönen Park. Ich bin hier mit Scholle und wir wollen heute über die sportliche Lage beim HSV reden. Denn ich glaube, es gibt einiges zu besprechen. Oh ja, Scholle. Definitiv. Und zwar in dem Park, in dem normalerweise die Tipps aufgenommen werden für den Spieltag. Da mache ich immer die Runde mit dem Hund und dann gibt es die Spieltagstipps. Meistens haben sie Glück gebracht, in letzter Zeit etwas weniger, aber jetzt müssen wir mal gucken. Hoffen wir mal, dass es jetzt mit diesem Video auch bergauf geht, denn am Freitag steht das Spiel gegen SC Paderborn an. Ja, da kommt ein Gegner, 61 Tore geschossen. Tim Wald hat gestern betont, dass der HSV ja so viele Tore schießt. Paderborn schießt noch mehr. Das stimmt. Und unser Problem ist offensichtlich. Defensiv. Das Defensivproblem. Es ist vorhanden. Es ist vorhanden. Es wird so ein bisschen wegdiskutiert vom Trainer. Es wird immer ein bisschen weggeschoben, meiner Meinung nach. Es ist eine Diskussion entstanden, die nicht mehr gesund ist. Ich habe das im Blog schon geschrieben. Ich habe auch mit einem Mitarbeiter vom HSV gesprochen. Und in diesem Gespräch, das ganz sachlich begann und auch eigentlich relativ sachlich blieb, aber da merkte man schon die Angefasstheit bei den Mitarbeitern beim HSV, weil alle sind genervt davon und sie kaprizieren sich dann immer wieder darauf, dass man ja so viele Punkte wie noch nie hatte zu diesem Zeitpunkt, dass man so viele Tore schießt und dass ja auch in der Hinrunde mit derselben Abwehr mehr oder weniger gespielt wurde zum Teil. Also das sind so Diskussionen, die mag ich nicht führen, weil Fußball ist einfach ein fortlaufender Prozess. Das ist etwas, was sich nicht aufhält. Das bleibt nicht stehen plötzlich, im Gegenteil. Wer stehen bleibt, verliert in dem Fall sowieso. Das ist in den meisten Bereichen des Lebens so, aber in dem Fall sowieso. Und das ärgert mich so ein bisschen. Diese Verbohrtheit, diese Sturheit, dass man da gar nicht drüber nachdenken möchte und immer nur sagt, wir machen das, was wir machen, weil das ist gut. Und das Argument, dass der HSV so viel umstellen muss aufgrund von der Vuskovic-Sperre und Verletzung, stimmt auch. Das haben ja andere auch. Das hat ja Darmstadt auch. Und Darmstadt fängt viel weniger Gegentor. Ja, also ich hab's früher im Fußball bei mir selbst immer so erlebt, dass in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass eine gewisse Verunsicherung da ist innerhalb der Mannschaft, da war die Defensive noch wichtiger als vorher. Da hat man darauf geachtet, erstmal defensiv die Null und dann guckt man. Und der HSV, das ist ja richtig, da hat Tim Wald ja auch recht. Der HSV hat eine sehr, sehr starke Offensive normalerweise. Eine richtig gute, da kommen wir auch noch zu, Glatzel, ob er jetzt mitspielender Stürmer sein sollte oder ob er im 16er ist, da bin ich ganz klar für Zweiteres, aber das ist eine andere Diskussion noch. Aber der HSV hat eine gute Defensive und wenn man weiß, man kann immer ein Tor schießen, ist das ein riesen Plus für eine Mannschaft. Dann braucht man eigentlich nur noch defensiv sicherstehen. Und dann spielt man so wie Heidenheim zum Beispiel. Die haben einen kleinen Dienst, der macht einfach mal ein Ding aus dem Nichts. So, und trotzdem spielen sie hinten zu Null. Nicht schön, überhaupt nicht schön. Kein attraktiver Fußball, also da wirst du nicht im Stadion für gefeiert, du wirst aber fürs Ergebnis gefeiert. Und das ist ja am Ende das Entscheidende. Du hast es gerade angesprochen, die Defensive des HSV ist das Problem. Gerade die Konstanz wird ja immer wieder angesprochen, gestern auf der PK. Was würdest du denn jetzt konkret anders machen? Also wenn du jetzt Tim Walter zuflüstern könntest, was musst du gegen Paderborn machen, um jetzt hier nicht die Hütte voll zu kriegen? Ich würde einfach tatsächlich darauf verzichten, dass ein Innenpaar-Duo innerhalb der ersten 5 Minuten 5-mal vorne am gegnerischen 16er auftaucht. Bei Standards ist es was anderes. Da hast du eine gewisse Absicherung, dann stellst du einen Reis hinten rein und vielleicht noch ein, zwei schnelle Spieler, die nicht so kopfballstark sind wie Schonlau und David. Aber grundsätzlich haben die da vorne im Spielaufbau, haben die da vorne nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Das ist in den letzten Minuten, wenn du zurückliegst, okay. Das ist in Phasen okay, wo es 4-5-0 steht, 3-4-0 oder wo das Spiel entschieden ist, mehr oder weniger. Alles okay. Aber bitte jetzt in der Phase einmal hinten zu Null. Die Null muss stehen. Das darf man auch nicht zu viel diskutieren. Wenn man es immer wieder in die Köpfe reinhämmert, dann ist das so ein Ding, dann weißt du, wie, denk nicht an rosa Elefanten, dann denkst du dran und so machst du dann, mach den Fehler nicht, dann machst du ihn. Also man muss da auch eine gewisse Lockerheit beibehalten. Das kriegt Walter eigentlich immer ganz gut hin. Nur inzwischen ist diese Diskussion einfach ist völlig verunsachlicht. Die ist zu einer Diskussion geworden, Walter gegen seine Kritiker. Und Walter wird immer sturer, je mehr die Kritiker sagen, mach dies, mach das. Dabei wäre da wirklich, es wäre angebracht. Genau, das sehe ich halt auch. Ich sehe gerade auf der PK, dass Tim Walter sich halt persönlich angegriffen fühlt. Ich meine, als Trainer steht man unter Druck, das ist so. Das ist auch okay, er darf sich auch angegriffen fühlen, ehrlich gesagt. Darf er ja. Ne? Er wird ja auch angegriffen, er wird ja kritisiert. Und wenn er vollkommen überzeugt davon ist, dass das, was er macht, zu 100% richtig ist, dann muss er dazu stehen, dann muss er das Ding auch durchziehen. Dann ist es aber wiederum Aufgabe seines Umfeldes, seines Direkten, nämlich des Sportvorstandes, zu gucken, ist das, was Walter macht, ist das noch richtig? Oder ist es schon, geht das in diesen Ungesunden, in den Selbstzweck über, dass man aus einer guten Sache, nämlich aus einem guten Spielsystem, das Walter beim HSV implementiert hat, dass man daraus einen Selbstzweck macht, weil dann wird's nicht, dann ist es ungesund. Und dann scheiterst du auch immer noch. Okay, spielen wir kurz die Szenarien durch. Ja. Sagen wir, der HSV verspielt jetzt noch den dritten Platz, was ich natürlich nicht hoffe, was ich auch nicht glaube, aber dazu kommen wir gleich. Was passiert? Dann wird der Trainer nicht zu halten sein. Da lege ich mir jetzt schon fest, dafür ist diese Diskussion jetzt schon auf einem Level angekommen,
in dem sich ganz viele dann bestätigt fühlen. Man liest es ja sogar, dass Leute, die eigentlich dafür sind, dass der HSV aufsteigt, die also mit dem HSV mitleiden, selbst die schreiben jetzt, oh, der HSV soll lieber nicht aufsteigen und dann Hauptsache weiter weg und so weiter. Das meine ich mit ungesund. Ja, das ist keine gute Diskussion. Das geht gar nicht. Ja, was das geht gar nicht? Das ist halt eine Meinung. Das ist aber meine Meinung. Ja, ist ja auch richtig. Also die Diskussion an sich geht gar nicht, weil die ist an einem falschen Punkt angekommen. Die hätte aber da gar nicht hinkommen müssen. Das stimmt. Und das ist das, was ich meine. Es ist gar nicht so, dass man Tim Walters System komplett umbauen muss, sondern man muss nur ganz bisschen nachjustieren, und zwar defensiv nachjustieren. Und das ist nicht schlimm. Das ist auch nichts, was dein System verändert. Deswegen verstehe ich diese Sturheit nicht, außer ich kann es mir nur so erklären, dass Walter sich so angegriffen fühlt, dass er sagt, jetzt mache ich erst recht so, weißt du? Und dann, wie gesagt, dann ist der Punkt angekommen, da muss dann aber sein Umfeld wach werden, und zwar, wie gesagt, die Vorgesetzten. Da müssen sie dann sehen, dass das halt nicht gesund ist, dass es nicht funktioniert. Und wie gesagt, bei Nichtaufstieg halte ich es für ausgeschlossen, dass man mit Trainer Tim Walter weitermacht. Okay, und der ganze Rattenschwanz, der mitkommt, Jonas Bolt, ob der bleibt bei einem Nichtaufstieg? Ja, das weiß man nicht. Also Jonas Bolt ist natürlich jetzt nicht für das Sportliche am Platz zwingend in erster Instanz verantwortlich zu machen. Aber natürlich hat er jetzt auch hier mit Trainer Tim Walter einen Trainer geholt, zu dem er sehr lange gestanden hat, dem er sich sehr eng verbunden gefühlt hat und auch nach außen demonstriert hat, dass man sehr eng verbunden ist. Wie gesagt, es gab einen Zeitpunkt innerhalb dieser Saison, wo man wirklich über das ganze Szenario schon hätte reden müssen, diskutieren müssen, deutlicher diskutieren müssen und dem Trainer auch klar machen müssen, pass auf, du hast dich hier verrannt, du bist gerade zu fest in deinem eindimensionalen Fußball. Kombinierst ein bisschen. Du musst ja gar nicht großartig was verändern. Kombinierst ein bisschen damit, dass du halt auch die Defensive wieder ein bisschen geordnet kriegst, weil man hat im Winter den Verlust von Mario Vuskovic, hat man nicht im Ansatz ersetzt bekommen. Da muss ich kurz einhaken. Und das ist dann ein Punkt, den man natürlich dem Sportvorstand anlasten muss. Da muss man dann sagen, pass mal auf, Sportvorstand, Scouting-Team, ihr hättet da wirklich besser scouten müssen. Das hat nicht funktioniert. Richtig, und das ist mein Hauptkritikpunkt. Vuskovic wurde ja, sein letztes Spiel war, glaube ich, gegen Fürth. Ja. Das war vielleicht sogar eins der schwächsten im HSV-Trikot, also das nur mal am Rande. Aber Vuskovic, klar, der Ausfall ist nicht zu kompensieren. Es war der wertvollste Spieler, ist auch vielleicht der einer der besten Verteidiger mit der höchsten Veranlagung. In der zweiten Liga, absolut. Genau, aber jetzt muss man auch ganz deutlich sagen, wenn Vuskovic ausfällt, das war vor der WM, das war vor der Winterpause. Und es war vorher lange klar. Alle wussten, worauf es hinausläuft. Das sicherlich dann auch also intern. Nicht überraschend. Wie kann es sein, dass man diese wirklich elementar wichtige Position nicht neu besetzt, sondern dass man ein Experiment wagt? Also für mich ist Javi Montero ist ein Talent, ein Experiment. Der hat es auch nicht bei Besiktas nicht so performt, ewig bei Atletico hat er es nicht richtig geschafft. Alle Hater, klar, er hat nicht gut gespielt für den HSV, er hat gar nichts gezeigt bisher. Er kann trotzdem was, aber ich finde, das ist nicht richtig, in so einer Situation ein Experiment zu machen. Er hat sogar vor seiner zweiten gelb-roten Karte, fand ich, hat das ganz vernünftig gemacht, ehrlich gesagt. Da war es gar nicht so schlecht. Da hat er Schritte nach vorne gemacht. Und dann hat er sich diese dumme gelb-rote einmal für Ball wegwerfen und einmal für ein harmloses Foul. Aber es war halt gelb-rot. Ja. So, das ist halt bitter. Aber der Junge ist halt einfach nicht so eingeschlagen, wie man es brauchte. Und wenn ich mit einem Jonas David spiele, dann weiß ich auch, dass ich da nicht die Qualität von einem Vuskovic habe. Noch nicht. Der muss sich noch entwickeln. Der hat ja noch ein bisschen was vor sich. Aber der kann es nicht sofort ersetzen. Dann muss ich es anders anfangen. Weil ich weiß, dass ich diese defensive Stabilität gerade in diesem super, wie soll man sagen, in diesem wirklich extrem riskanten Offensivspiel des HSV brauche ich hinten einfach eine starke Abwehr. Und wenn ich die nicht habe oder die geschwächt ist, dann weiß die Mannschaft das auch. Und davor, das zieht sich durch das ganze Team. Alle wissen auf einmal, dass das Ding nicht zu 100% safe ist hin, dass da immer mal einer durchrutschen kann. Das verunsichert. Genauso wie es andersrum richtig gut ist, dass du vorne eine Mannschaft hast oder beim HSV vorne in der Offensive hast, die immer ein Tor schießen kann. Das gibt Sicherheit, das ist super. Das ist natürlich unter Tim Walter nicht das Problem. Und nein. Ich glaube, das ist auch der Magnet, warum das Stadion immer voll ist. Und da muss man auch Tim Walter dann auch mal wieder loben, auch in so einer Situation. Der Hurra und auch Harakiri-Fußball zum Teil, der zieht eben. Also, zum Teil bin ich bei dir. Aber nochmal, um es nachhaltig zu gestalten, glaube ich, dass es mehr Sinn macht, den Erfolg zu kompensieren, als das Offensivspiel oder das Spektakel zu kompensieren. Weil Spektakel ist kein Sieg, sondern Spektakel ist auch ein 3-4 oder 4-4 oder 3-3. So, das sagt er ja auch. Ihm ist es egal, ob 4-3 gewinnen oder 7-6 oder 1-0. Nein, wichtig ist, dass du jetzt erstmal Sicherheit in die Köpfe kriegst bei der Mannschaft defensiv, dass das funktioniert. Dann gewinnst du die Spiele so, wie Darmstadt sie gewinnt mit 1-0. Darmstadt gewinnt ein Spiel 1-0 ohne einen einzigen Torschuss. Ja, das ist natürlich. So, also ich meine, ne, das ist dann, das kommt dann noch on top. Dann kriegst du diesen Lauf, den immer alle, gibt's ja gar nicht. Aber das ist so ein Selbstverständnis, was in den Spielern drin ist. Und das fehlt diesem HSV aktuell defensiv total.
Und egal, wie oft sich da ein Schon noch hinstellt und sagt, aber wir finden das System von Tim Walter toll und wir wollen es alle spielen, glaube ich auch. Und ich finde es super. Und ich glaube auch, dass der Trainer und die Mannschaft eng zusammen sind. Ich glaube nicht, dass es nicht passt. Tim Walter hat sehr, sehr viele gute Sachen gemacht. Die Mannschaft hat es anerkannt. Die Mannschaft steht hinter ihm, spielt mit ihm das ganze Ding durch. Alles super. Aber allen wäre geholfen, wenn sie auf einmal hinten noch ein bisschen stabiler stehen, weil sie dann noch mehr gewinnen als vorher und dann auch ihre Ziele erreichen können. Und darum geht's alleine. Nur das ist dann am Ende das, was wirklich nachhaltig ist. Aber es ist für mich erkennbar, dass die Mannschaft kämpft, sie läuft, sie macht, sie versucht sehr viel. Das ist so ein bisschen wie so ein wilder Boxer, der eigentlich der Bessere ist und dann aber wild offen, mit offenem Visier einfach wild zuschlägt und immer dieser eine Knockout, der ist da und da braucht der Gegner nur einmal gut treffen, obwohl er sonst wie unterlegen ist. Und dann hat er ihn. Und das fehlt mir beim HSV, diese Absicherung, die fehlt. Angenommen, es geht jetzt gut gegen Paderborn und wir ringen sie nieder, wahrscheinlich auch ähnlich wie gegen Pauli. Gut gewählter Begriff. Wir kommen, ja, wo es gerade hier beim Boxen sind, wir kommen in die Relegation und sagen wir treffen auf Bochum, einen Gegner, den wir eventuell packen könnten, und wir schaffen es aufzusteigen. So. Okay. Das ist natürlich alles noch gerade meine naive Träumerei, aber die Frage ist jetzt wichtig. Würdest du mit Tim Walter in die erste Liga gehen? Denn ein Trainer, der aufsteigt, finde ich, der muss auch in der ersten Liga trainieren. Der hat es sich irgendwie verdient. Oder würdest du sagen, das System kann in der ersten Liga so nicht funktionieren? Ähnlich wie Magdeburg in der dritten Liga dominiert hat und dann in der zweiten Liga Probleme hatte. Und beim HSV wird es ja auch so sein, wenn wir gegen Dortmund spielen oder gegen Bayern oder auch gegen Leverkusen. Kriegst du dann so neun Dinger, natürlich. Ja. Das ist klar, aber der HSV wird sich ja auch mannschaftlich dann komplett verändern müssen, also vom Personal her. Also da kommen wir ja gar nicht drum rum, das wissen wir alle. Die erste und die zweite Liga, jetzt HSV heute und die erste Liga Erfordernisse, die passen nicht zusammen. Das ist klar, aber das ist bei allen Zweitligisten so. Ob ich mit weitermachen würde? Nein, also es ist, wie gesagt, wenn er irgendwann diese Entwicklung zeigt, also dass er wirklich bereit ist, sein System den Erfordernissen auch anzupassen, wenn es notwendig ist. Und es ist jetzt notwendig. Er hat jetzt schon 5-8 Mal so einen Schlag mit dem Hammer auf den Kopf bekommen. Also wenn er es jetzt noch nicht verstanden hat, würde ich nicht mit ihm in die erste Liga gehen. Dann würde ich aber auch noch nicht mal in eine neue Zweitligasaison mit ihm gehen. Also das würde ich auch nicht machen. Einfach weil mir dann die Bereitschaft fehlt, sich auch mit der Mannschaft weiterzuentwickeln. Das ist ein Punkt. Das muss ein Trainer können. Das muss ein Trainer machen. Weil das färbt sich ab. Das zeigt der Mannschaft dann auch, dass sie sich weiterentwickeln kann, weil der Trainer halt neue Dinge macht. Nicht alles muss neu sein immer. Gute Sachen behält man bei, aber man ergänzt sie mit Dingen, die nicht gut waren, die man dann verbessert. So, und diese Bereitschaft muss da sein. Dann wäre ich sehr wohl bereit, mit dem Walter weiterzumachen. Absolut. Ich halte ihn für keinen schlechten Trainer. Absolut. Das ist auch bei aller Kritik nie mein Hintergrund gewesen. Mir ist einfach nur der Moment wichtig zu erkennen, was macht er heute? Was zeigt er? Zeigt er mir die Bereitschaft? Zeigt er sie nicht? Aus Prinzip nicht. Wenn einer aus Prinzip etwas nicht macht, ist es meistens falsch. Dann ist man einfach zu stur. Da muss er, wenn er das dem Vorstand zeigt und sagt, pass mal auf, wir kriegen das hin, wir machen das so und so und es glaubhaft macht, alles gut, dann gehe ich den Weg weiter mit ihm. Aber aktuell muss man ganz ehrlich sagen, und das hat die Pressekonferenz gestern nochmal sehr deutlich gemacht, aktuell ist eine ganz, ganz ungesunde und völlig verunsachlichte Diskussion um sein System geworden, dass er für sich zum Selbstzweck macht und das funktioniert nicht. Also an diesem Punkt muss ich dann ganz ehrlich sagen, nein, ich würde mit Tim Walter nicht weitermachen. Ja, deutliche Worte von Scholle. Hoffen wir, dass es am Freitag gut geht, auch wenn es ein wildes Spiel wahrscheinlich werden wird. Und wir werden sehen, vielleicht ändert Tim Walter was, vielleicht, ja, ich bin immer... Er muss es ändern. Er muss es ändern, ja. Wie gesagt, die Saison ist noch lange nicht vorbei. Also bei allem Pessimismus, der jetzt in Hamburg herrscht, wir sind Dritter. Ich möchte jetzt nicht den Optimismus von der PK wiederholen, auch die Zitate, dass das in Deutschland immer alles negativ dargestellt wird, ich weiß ja auch nicht, warum man das so sind wir ja auch nicht. Wir wollen es ja gar nicht. Wir wollen das Ding versachlichen. Das ist eine sachliche Diskussion. Richtig, es ist eine sachliche Diskussion und es geht um den HSV. Und es ist wichtig, dass eben auch Trainer Tim Walter solche Auftritte wie in Magdeburg oder in Kaiserslautern oder auch gegen St. Pauli hinterfragt. Denn, wie du schon gesagt hast, die Mannschaften vor uns machen es simpel. Wenn die 2-0 führen, dann kloppen sie auch immer die Balance aus und es gibt keinen Schönheitspreis. Der HSV spielt wirklich oft ansehnlichen Fußball, davon kannst du dir nichts kaufen. Und wir versprechen jetzt allen, dass wir fürs nächste Mal führen wir ein Phrasenschwein ein, weil wir beide hier heute Phrasen dreschen ohne Ende. Und da gibt es dann immer einen Euro für jede Phrase ins Phrasenschwein und was wir damit machen am Ende, können wir uns ja noch ausdenken. Das Fahrtgeld für die Relegation bezahlen. Ja, das wäre schon mal ein Anfang. Ja, das wäre nicht schlecht. Also, was denkt ihr? Was muss beim HSV besser werden? Wie seht ihr die Chancen jetzt bezogen auf den Saisonendspurt? Selbst wenn es in der zweiten Liga weitergeht,
würdet ihr mit Tim Walter weitermachen? Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wir sehen uns bald und macht's gut.